Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Battle Together Dawn of War 3 mit dem Battle Brothers Jahrbeizung und... Wunderbarer, ich habe schon wieder völlig vergessen, dass du aufnehmen wolltest, deswegen habe ich jetzt einfach mal eins kalt in die Aufnahme reingelabert. Nö, hast du nicht. Alles gut, ich habe gewartet. Aber ich habe dich geschitt und dann hast du aufgehört zu reden. So, wir spielen heute wieder eine Custom-Map. Bridge of Helios ist am Start. Wir spielen zu dritt gegen drei andere Online-Gegner. Dreimal Space Marines gegen Space Marines, Orks und Elder, also das komplette Line-Up des Spiels zu sehen. Der Elder hier mit Jayne Saar und Skorpionen, frühen Banshees. Der Ork hat keine Stormboys dabei und hat zwei Verbesserungen für die Killer-Khans mit ihren Rockets. Der Space Marine mit Angelos und Solaria und den Termis auf unserer Seite. Doppel-Space Marines. Der Elder ist aber early. Ich gehe sofort mit meinem Servitor in die Mitte. Der Elder ist aber early. Der Elder ist early. Der hat seine Skorpione dabei und hatte er nicht auch Jayne Saar dabei? Ich meine. Skorpione und Jayne Saar hatte er auf jeden Fall dabei, der Elder, ja. So, alle gehen in die Mitte, keiner nimmt die Punkte ein. Sehr gut, das mache ich dann mal. Ich musste gerade so ein bisschen umdenken, wie ich hier meinen Anfang eröffne, weil ich jetzt ewig keine Space Marines mehr gespielt habe. Ich gebe den Tipp, es nützt nichts, das Gebäude für die Banshees zu bauen. Ja, das habe ich. Ich habe es gesucht und dann dachte ich mir so, hä, was sind das denn für komische Gebäude hier? Komisch, komisch. So, ich mache da mal direkt weiter und nehme die anderen Punkte noch ein. Ja, die Punkte kannst du ja mal einnehmen, das ist wohl wahr. Und baue auf jeden Fall schon mal die Energiegeneratoren, die brauchen wir ja fix. So, in der Mitte nimmst du schon den Punkt ein, sehr gut. Bridge of Helios ist eine sehr geradlinige Map, wie man schon sieht. Und ich habe die Fragmentgranaten dabei, weil ich mit den Termis spiele. So, Elitepunkt kommt. Und noch mehr Energiegeneratoren. War for the Emperor, schreibt unser Gegner. War for the Emperor. Die obere Stellung mal ganz genau so. You killed my Grots. Ja, das ist richtig. Ja, so. Werden wir sehen. Schauen wir mal, wie viel ich so dafür bezahle. Da ich die Doktrin für die taktischen nicht drauf habe, werde ich hier mal meine Ressourcen in Generatoren stecken, schätze ich. Naja, du könntest ein paar Devastoren bauen, das wäre zumindest auch ein Vorschlag meinerseits. Auch das, ja. Der hat den Doktrinentempel dabei, der Dingens, das heißt, der wird vermutlich... Den er aber relativ weit hinten baut. So, Horchposten steht, damit haben wir jetzt einen relativ sicheren Stand, aber wir werden relativ früh Druck bekommen, schätze ich. Der Space Marine hat zwar Iron Maw nicht dabei, aber zumindest die Skorpione sind Stufe 2er und damit relativ früh da. Und wir haben... hast du deine Eliten dabei? Ich habe Iron Maw dabei und ansonsten habe ich nur den Paladin und Solaria. Okay. Aber... So, die Elite-Punkt-Generatoren sind alle in Bau, außerdem in der Mitte. Was war das denn? Oha, da kommen schon die ersten Devastoren. Ja. Gut, ja, also ich meine hier auf der Karte nicht weiter überraschen, dass wir jetzt alle hier fröhlich Devastoren bauen. Nee, auf der Karte definitiv nicht. Ich habe es gerade schon so ein bisschen gesagt, die Karte ist ziemlich linear. Man hat halt diesen einen hart umkämpften Punkt in der Mitte. Es ist eine Karte, die ziemlich ins Late-Game gehen kann. Da ballert man sich einfach nur zu. Ihr könnt euch jetzt schon darauf einstellen, dass das Spiel eventuell relativ lange dauern könnte. Da sind die Devastoren, die dann feindlich... Oh, da unten sind schon Elder. Ja, aber so wenige, dass die alle sterben werden. Das war ein kompletter Punkt, den wir mehr oder weniger ohne... kriegt er halt leider auch ganz gut Schaden. Ja, kann ich jetzt im Moment nichts gegen machen, aber... Eventuell wären Scouts gar nicht so eine schlechte Idee, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich werfe einfach mal aus Jux und Dollerei hier unten eine Granate rein, um zu gucken, ob da was ist. Nein, ist nix. Gerade überprüft. Ich bin so blöd, ich habe das falsche ich habe das richtige Gebäude gebaut, alles gut. So, einen Trupp Devastoren gibt's von mir auf jeden Fall auch mal. Vorsicht, da kommt die gegnerische Standarte und auch ziemlich viele Devastoren. Ja, ist wahr. Okay, ich könnte jetzt Team Iron Maw holen. Achso, du hast Iron Maw dabei, okay. Ja, theoretisch schon. Die Frage ist halt nur, ob ich ihn tatsächlich holen soll. Den guten Iron Maw. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Anforderungspunktgeneratoren bauen. Den Elite-Punkt-Generator in der Mitte ist gar nicht so mega essentiell. Ja genau, also die... Okay, da unten sind Flamer. Aua, die mit ihrem Skill durch meine Einheiten durchfeuern, durch die Deckung durchfeuern. Ja, richtig. Ich muss jetzt doch mal Iron Maw holen. Ich wollte es eigentlich verhindern, aber... Und das Spiel ist übrigens ein bisschen zu laut. Nur unwesentlich. Okay, hier steht immer noch dieser bekloppte Trupp Devastoren, sogar zwei davon.
So, ich hau jetzt auch mal Devastorn dazu. Gucken, ob wir die da crushen können. Ja, meine Devastorn feuern, meine Space Marines kommen ebenfalls. Einmal Feuer. Okay, die Devastoren sind aber alle tot. Zack. Ja, den taktischen Trupp haben wir da auch ganz gut aufgeräumt. Okay, wir haben wir haben Skorpione da oben in meinen Einheiten, die gerade alle Leute in dem unteren Dingens gemeuchelt haben. Autsch. Kannst du deine Leute mal bitte zurückziehen und gucken, dass du da. Da habe ich gerade zwei Trupps verloren, leider. Ah, da kommen die Skorpione. Ja, ich komme mit allen drauf. Die werden jetzt weggeflamed, die sind schon tot. Okay, da oben ist wieder ein Trupp mit Flamern. Der muss tot werden. Der muss tot werden. Ich muss das Spiel leiser machen, sonst versteht ihr kein Wort von dem, was wir hier von uns geben. Audio. Mal bitte um einiges leiser. So, besser. Da sind noch mehr taktische. Die flüchten da in die Deckung. Ja, also ich werde jetzt hier aber erstmal auch wieder eine Nummer ohne auf Nummer sicher gehen und lieber mich jetzt hier mal kurz zurückziehen. Aber die Skorpione haben wir tot bekommen, ne? Ja, die habe ich weggeflammt. Ich werde jetzt da einfach mal so ein bisschen weiter draufhauen, also ich meine, was soll schon passieren? Ja, das Problem ist hauptsächlich, dass er halt seine Leute da direkt bei seinem Gebäude verstärkt, ne? Und du kriegst halt irgendwie die Leute doch nicht so wirklich gut tot. Also du kriegst jetzt auf jeden Fall von mir auch nochmal einen Marine. Da sind Looters. Ja, aber du kriegst auch gerade ziemlich viel Unterstützung von unseren Verbündeten noch. So, Elite-Punkt-Generator in der Mitte baue ich jetzt aber trotzdem mal. Der Trupp mit dem Flamer, der stirbt. Pass auf, geh nicht zu weit nach vorne, da stehen immer noch Looters hinten in dem, dem Shield-Gen drin. So. Okay, wir haben hier hinten jetzt auch fast alles stehen. Ich spare jetzt mal für meinen Tech, schätze ich. Ich habe auch wieder zwei Trupps mit Heavy Boltern da und mein Kill im Iron Maw geht jetzt auch wieder nach vorne. Oh, da sind Banshees. Ja, da kümmere ich mich gerade drum. Ja, meinen Devastoren-Trupp werden sie wahrscheinlich trotzdem noch kriegen. Nein, werden sie nicht. Nein, werden sie nicht, du hast recht. Selbstverständlich. Alter, die Looters, come on. Der Bonsa, der hat schon seine ersten Plasmawerfer up and running. Ja, ist doch nicht schlecht, kann man mal. Und da ist der Big Mac. Holy shit, und Angelos. Holy shit. Ja, wir haben halt jetzt haben wir tatsächlich ein Elitenproblem. Ja, ich brauche noch 3 Punkte, bis ich meine Eliten habe. Wenn du da oben mal irgendwas in die Deckung reinziehen könntest, wäre das gut. Ja, habe ich. Ich habe hier unten 3 Heavy Bolter Teams. Also ich meine, wenn die jetzt pushen, dann ist das so, aber dann wird es zumindest nicht ganz kostenlos. So, mein Maschinenkult kommt jetzt auf. Ja, bei mir läuft jetzt erst der Tech. Ich habe halt die Anforderungspunkte in unserer Basis noch ausgebaut. Die sind halt so teuer. Ich weiß, was du meinst. Unser Verbündeter hat Scouts mit Scharfschützengewehren gebaut. Das ist sicher auch keine schlechte Idee. Und okay, er hat normale Scouts auch gebaut. Das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir ein bisschen Spot im Vorfeld. Okay, ja, da kommen sie nämlich gerade. Okay, sie kommen mal nach unten scheinbar. Ja, sie wissen noch nicht so ganz, wo sie hinwollen, aber meine Heavys sind jetzt auf jeden Fall auch noch aufgebaut. Ja, die wollen pushen. Achso, um Schüsse abzuwehren, ja, gar nicht so eine schlechte Idee, muss man sagen. Ja. Ja, kannst du schon machen, ist dann aber blöd. Ach, der braucht seinen Angelos nicht mehr. Der braucht den nicht mehr, das passt schon. Ist er tot? Nee, er hat's überlebt. Ah, fuck, da sind die Skorpione wieder. Oh jo. Nein. Das ist jetzt ein bisschen doof. 2 Fragmentgranaten kommen. Ich mach den halt leider von außen innerhalb der Deckung auch keinen Schaden, weil. Ja, da unten sind jetzt Panzerknackers. Jetzt wird's da unten doch so ein bisschen haarig. Oh ja, das Problem ist, die haben da jetzt gerade in der Deckung alle meine Einheiten annihiliert. Oh,
Holy fuck, hauen die Looters rein. Ja, der Trupp da oben, der wird gewastet sein. Ja, die Skorpione, die sind aber gerade gut am Ausmaul kriegen. Ja. Weiß nicht, können die sich tarnen? Die sind da gerade rausgesprungen, um meine Einheiten da unten zu treffen. Mein erster Whirlwind ist da. Okay, gut. Ja, mit Whirlwind sollten wir das Feld hier relativ gut dominieren können, schätze ich. Und ich kann jetzt meine Thermis rufen. Nice. Oder ich glaube, ich rufe sogar erstmal den ehrwürdigen Cybot. Den ehrwürdigen. Der ist so wütend. Ich bin so wütend. Wahnsinnig wütend ist der. So, Standarte kann ich theoretisch auch wieder rufen. Ich verlade gerade eine Deathstorm-Landungskapsel. So, ich habe noch meinen Trupp Scout Marines. Ja, hört man gern. Die schicke ich gerade durch Richtung gegnerische Basis. Ja, ich kann dir da mit einem Cyborg, wie gesagt, zur Seite stehen. Nee. Okay, hier komme ich nicht durch, hier stehen zu viele Gebäude. Ich weiß gar nicht, wie unser Mate das letztes Mal geschafft hatte, sich da durchzuwursten. Ja, wahrscheinlich, als wir da den Schildgen zumindest gecrushed hatten. Das ist ja machbar. Ich weiß nicht, durch was die enttarnt werden, ehrlich gesagt, und durch was nicht. Aber gut, wir haben jetzt einen Elite-Punkt-Generator mehr, das heißt, wir kriegen unsere Eliten etwas eher und sie haben jetzt schon Angelos und die Skorpione gerufen. Ja, vor allem haben wir halt auch nur einen Space Marine als Gegner, das heißt, wir haben halt auch deutlich weniger Whirlwinds und die sind halt in diesem Spiel auf dieser Map halt schon sehr kriegsentscheidend. Ja, definitiv. Wobei ich jetzt gerade also sogar eher meine Wirtschaft so ein bisschen hochpumpe. Also unsere Wirtschaft, nicht meine Wirtschaft. Jo, nice. Schön, da freut man sich doch drüber. Zweiter Whirlwind ist auch fertig. Der ist auch gerade vom Band gelaufen. Da oben kommen Heavy Bolter, kommen taktische. Die wollen da wohl in die Deckung rein, aber da werden sie nicht reinkommen, glaube ich. Ne, das sehe ich auch noch nicht. Ich lehne mich da vielleicht etwas weit aus dem Fenster, aber. Nee, ich glaube, das kann man so sagen. So, ich porte das Kill Team Iron Maw mal wieder zurück. Willst du Raketen einfach draufladen? Naja, ich will zumindest die Option haben. Ja, das ist eine. Das sollte man auch machen mit denen, dass man die zurückruft. Also ich meine, die haben jetzt im Endeffekt ihren Job halt gut gemacht, ne? Und jetzt geht's halt darum, dass man halt. Okay, ich weiß nicht, wo der Ork seine Einheiten im Moment hat. Ich kann jetzt nochmal eine Deathstorm-Kapsel rufen. Ich bin am überlegen, ob wir mal versuchen sollen, gegen den Shield-Gen zu pushen. Ja, da steht schon relativ viel drin. Also wenn du mal ein bisschen wartest, also in 3 Punkten habe ich sowieso meine Solaria, dann kann ich halt auch einfach da. Dann kann ich da auch einfach halt mit den Flammen-Whirlwinds durchballern. Ich weiß gar nicht, ob der Schuss von dem Cyborg durch die Deckung durchhaut. Ich glaube nicht, aber du könntest es ja ausprobieren. So, da unten zieht der Bonzer gerade ebenfalls sein Exterminatorenteam zurück. So Bonze ist der. Ja, Mann, der kann es leisten. Ja, easy going. Ich mache gerade nochmal eine Wirtschaftsverbesserung. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der die macht. Ja. Ja, schön. Ihr profitiert alle davon. Das ist nur was hinter einer Statistik halt nicht auftaucht. Das finde ich immer ein bisschen schade. Tja. Möchtest du eine lohnende Erwähnung haben? Eine lobende, nicht eine lohnende. Ne, passt schon. Ich glaube, ich baue jetzt aber trotzdem auch nochmal eine Kaserne. Um letztendlich einfach nur ein paar Sturmmarines bauen zu können, um in die Deckung zu springen. Oh, Verzeihung dafür. Ah! Nein. Oh, Brockenschlag. Ja, richtig. Der kommt da leider relativ gut, befürchte ich. Also ich meine, er wird zwar keinen Whirlwind kriegen, aber trotzdem. Trotzdem nicht so dekorativ, das stimmt. Da kommt Angelos, aber der hat gerade beschlossen, dass er da nicht reingehen möchte. Nee, nicht in die ganzen Sternwaffen. Ja, gut, der haut jetzt seinen Brockenschlag da auf den Horchposten drauf. Ja, nee. Ja. Oh.
Und du hast, also ich hab befürchtet, dass er sich noch, dass er noch so lange hält und sich so weit ausweitet, dass er da unten noch unseren unsere Deckung zerstört, aber. Ja, okay, bei mir kommt jetzt Solaria. Ja, mir fehlen da noch ein paar Punkte für. Ja, aber ich habe bisher ja auch nur Kitim Iron Maw gerufen. So, dass Solaria kommt, heißt im Endeffekt jetzt, dass wir hier mit den vier Whirlwinds, die jetzt am Start sind, natürlich auch nochmal ganz ungarn Schaden machen werden. Ja, ich kann jetzt meine Sturm Marines droppen. Und mit denen dann da theoretisch in die Deckung reinlaufen. Okay, der hat gerade seine Skorpione auch nochmal da netterweise in den Schild getragen und lassen. Jo, das war's dann gleich mit dem Shield-Gen. Striking Scorpions, glaube ich, auch nochmal mit. Ah, fuck, da ist er. Ja, das waren meine Whirlwinds. Ja, das waren alle vier Whirlwinds. Dankeschön, du Arsch. Ja, das war nicht ganz so cool, muss man sagen. Und so langsam geht auch unsere Deckung in die Brüche. Knie. Das ist wohl wahr. Aber ich habe schon wieder zwei Wavans auf dem Feld, beziehungsweise einen Bau und den Schutzschildgenerator, den reißen wir dann langsam auch ein. Also ich meine, der ist ja zur Hälfte tot und die Striking Scorpions. Ich glaube, ich baue mal auch schwere Waffen mit Lakas. Ja, wollte gerade sagen, also ich habe jetzt auch schon ein paar gebaut. Das sind die Thermis. Das sieht jetzt aus, als würden die vorrücken wollen. Hä? Achso, der haut da auf die Scouts drauf vom Bonzer. Autsch! Ranger. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe relativ wenig bisher von den Einheiten von denen gesehen. So, jetzt wollen sie es aber, ne? Ja. Ach, nicht auf meinen Cyborg drauf, Kinder. Bleibt ihr da stehen? Ja, baut euch da mal auf. Rums? War toll, natürlich kriegst du den Elitenkill mit deinen blöden Whirlwinds, nachdem mein Cyborg da zwei Drittel des Lebens weggeballert hat. Es tut mir so leid, du kriegst nur den Trostpreis. Ja, aber wirklich. Nicht nett sowas. Okay, wir kriegen irgendwo einen Psy-Sturm. Really? Ja. Oh jo. Soll das ein Elite-Finisher gegen meinen Ehrwürdigen sein, oder? Ich weiß nicht, was er damit vorhat. Im Endeffekt ist er wahrscheinlich wieder auf der Suche nach Whirlwinds. Die du aber gerade gar nicht hast, ne? Doch, ich hab drei Stück. Oh, ach, da ist der erste Big Track. Ja, der ist egal. Ich muss gerade nur den Psy-Sturm abwerfen und wenn er weg ist, dann. Der geht da durch die Deckung, ne? Ja, was soll ich machen? Ach, dann tut er das nicht. Ne, stimmt, tut er nicht, müsste er eigentlich. Er macht der Deckung aber auch einen dermaßen lächerlichen Schaden. Ne, der macht ja auch nicht viel Schaden. So, hat sich dieser doofe Sturm jetzt mal wieder gelegt? Ja, der Sturm hat sich gelegt, gut, gut. Der Sturm hat sich gelegt, klingt deutlich dramatischer, als es eigentlich jetzt gemeint war. Kann ich nur zustimmen, ja. Jetzt waren schon die ersten Cyborgs da, so langsam müssen wir uns darauf einstellen, dass wir hier gleich wirklich mehr gegen Fahrzeuge brauchen. Ist einfach so. Ich habe hier ordentlich schon Laserkanonen am Bau. Ja, ich auch. Und die Big Tracks hauen jetzt da richtig nervig auf unseren vorderen Bereich der Basis ein. Ja, passt schon. Ich habe jetzt wieder drei Whirlwinds, die haben ja immer noch die größere Reichweite. Wobei ich gerade den Big Track auch nicht sehe, muss ich sagen. Die werden relativ weit hinten stehen. Ich weiß gar nicht, ob die Whirlwinds wirklich eine größere Reichweite haben. Whoop, da unten also ist ein Fountain Squeak. Was Aua. Feststeht, ist die Tatsache, dass jetzt da der Schildgenerator mal weg ist. Jo, das ist dann bitte meine Solaria einmal. Heavy Ability vom Space Marine in Progress, aber ich weiß gerade nicht wo. Da unten. Kann man das mal einnehmen, das Ding, bitte? Ja, scheiße. Dran. Der steht ungünstig. Oh mein Gott. Trotzdem echt nicht zu wenig Schaden gemacht, muss man sagen. Leider war. Und die sind immer noch hinter meinen Whirlwinds, ja. Nein,
Lass hier doch in Ruhe, Mann. Die haben ja doch nichts getan. Na, das kann man so auch nicht sagen. So, da vorne ist der Big Track. Wo? Der ist gerade so ein Stück nach vorne gerollt, aber ist jetzt schon wieder am Rückzug. Ich baue dann auch mal die Whirlwinds. Ihr habt die ja noch gar nicht gesehen so richtig, weil die bisher ja immer der Unerwahre gebaut hat. Aber das hat jetzt ein Ende. Machen deine jetzt eigentlich auch Flammenschaden? Nee, scheinbar gilt das doch nur für mich. Ich habe die nicht gefeuert, gerade die Salve, wenn du das meinst. Nee, aber der von dem hat, also der hat gerade welche gefeuert und ich habe mich gefragt. Gerade Stummis rein. Warum auch immer. Das sah nach einer ziemlichen Verzweiflungstat aus. Ja. Achso, du hast jetzt da unten Stellung bezogen, okay. Ja, dann bomben wir die mal zurück in die Steinzeit da hinten, würde ich sagen. So, mein Cyborg ist wieder voll, den kann ich jetzt eigentlich auch mal nach vorne ziehen. Und eigentlich kann Solaria auch mal so ein Stück nach vorne kommen. Ja, also ich passe mit der halt immer überproportional stark auf, aber... Klar, das ist ja auch richtig so. Ach, guck mal, da hinten ist ein Wrath Knight. Oh jo. Das hat er also mit seinen Elite-Punkten jetzt gemacht seitdem. Na, ja, dann machen wir nur eins. Zack. Wo ist denn mein Warwind, den ich gebaut habe? Da hinten. Fuck it, Alter. Wie hat er denn jetzt eben zwei von meinen... Hopp, da ist ein Cybot. Ja, das waren alle meine Whirlwinds, mal wieder. Wird auch nicht langweilig, der Scheiß. Achso, das ist gar nicht meiner, das ist meiner. Ja, das ist halt das Problem, sobald du die Whirlwinds halt nur ein bisschen nach vorne nimmst, kannst du die halt nicht mehr verteidigen. Achso, den habe ich da oben eingestellt. Übrigens, da kommt ein gegnerischer... So, jetzt gibt's hier Action von dem feindlichen Phantomritter. Ja. Okay, die Deckung da oben ist halb tot. Ich glaube, ich drop mal in dem Bereich davor. So, ich hole mir jetzt auch nochmal meinen Platz. Da unten meine... So, dann könnt ihr da bitte einmal reinspringen. Und drauf da. Bist du sicher, dass du deinen Knight da so wasten willst? Was für ein Knight? Sterben da nicht gerade dein Knight und deine Solaria? Nein. Not really. Dann habe ich nichts gesagt, aber dann hat unser Verbündeter da gerade seine Elite volle Kanne in die Tonne gehauen. Ja, leider war. So, mehr Whirlwinds for the win. Oh ja. Die habe ich auch gerade nochmal gebaut. Eigentlich sollten wir auch mal Gebäude noch nach vorne lagern. Für den näheren Heal an unseren Einheiten. Autsch. Da oben hat gerade wieder ein Cyborg sich verabschiedet. Da hinten die Deckung habe ich jetzt schon mal zersprengt. Gut, gut. Und wir rufen mal noch das Exterminatoren-Team und damit habe ich jetzt alle meine Eliten auf dem Feld. Das sind halt auch drei ziemlich starke Eliten. Exterminatoren-Team, du meinst die Cyborgs, aber ja. Nein, ich meine die Thermis. Ja. So, jetzt aber. Läuft bei uns. So, meine Solaria kann gerne auch nochmal ein Stück nachkommen. Da hauen wir nochmal eine Salve rein. Hatte ich nicht drei Warwinds? Ja, man muss ehrlicherweise sagen, die platzen relativ schnell. Übrigens, jetzt achte mal bitte drauf, da hinten stehen ja Big Tracks, da hinten stehen ja Falcons und Ilumzars rum. Würdest du nicht auch sagen, dass die hier länger dargestellt sind als in Donnerfall 2? Schau mal, ja. Die sind doch eindeutig langgestreckter. Ein bisschen kann schon sein. So, der Big Track ist jetzt endlich mal tot. Das ist auch ein nerviges Teil. Ja,
Ja, vor allem sind die, ich meine, die sind halt schweineteuer, ne? Also die müssen sich halt echt rechnen, aber sind halt dann auch übelst gut. Oh, wow. Meine Scouts. Bauen wir halt einfach nochmal zwei Teams. Ich kann mal noch leben, what the fuck? Ihr könnt da gerne mit euren Taktischen rauskommen, das wird euch so gar nichts nützen mit drei Solarias. Das Einzige, wo sich gerade so ein bisschen erwartet, ist, dass die scouten wollen, um uns nochmal ein Orbitales entgegenzusetzen. Ja, genau. Das was ist in der Tat auch nicht so eine blöde Idee wäre. Da kommt der Psy-Sturm auch schon. Jo. Rückzug. Und da kommt auch noch ein Brockenschlag, weil würde ja sonst nicht reichen. Da ist nochmal ein Big Track. Oh, come on, Alter. Dass sie eine dermaßen krasse Fixierung auf die Whirlwinds haben, ist ja auch lächerlich as fuck. Der Big Track begeht da gerade so ein bisschen Selbstmord irgendwie. Kann nicht so ganz nachvollziehen, was der da vorhat. Jetzt waren mal wieder alle Whirlwinds. Aua. Wow. Der letzte Angriff, der hat da reingehauen wie sonst was. Ja, ich könnte eigentlich auch mal noch Vitalis runterholen. Könnte ich auch, habe ich auch schon überlegt. Diese Ward-Türme von den Dingen sind ja mal so nervig. Was hat denn da den letzten verkackten Whirlwind noch gekillt, Mann? Eventuell Scrap, weil der hat ja sein Big Mac auf dem Feld, das heißt, die machen Schaden. Die Scrap-Häufchen sind so Mini-Turrets. Das kann sein, ne? Ich habe auch echt viele Whirlwinds verloren irgendwie. Ich meine, wir sind inzwischen Eskalationsstufe 3, das heißt, wir kriegen schon fast nichts mehr für unsere Einheiten wieder. Dafür kriegen wir dermaßen viele Ressourcen, also von daher, das gleicht sich doch irgendwie alles wieder aus. 100% zusätzliche Generatorenressourcen, 100% Gesundheit für Strukturen, für schwere Deckung, für Horchposten 50% und der Energiekern auch nochmal plus 100. Da kommt wieder alles, was wir haben. Oh wow, ja. Da hau ich, glaube ich, sogar mal ein Orbitales rein. Klingt nach einem guten Plan, ich mach mit. Nein, nicht meine Thermis. No! No! Raus da! Mann! So, eine volle Kanne hier auf den Gorka drauf. Dann, wow! Da hat mein PC gerade kurz in die Knie gegangen. Okay, so. Das war der gegnerische Ritter und jetzt haben wir hier oben noch ein Orbitales Bombardement, was da oben noch alles... Alter, nice, ich krieg die ganzen fliegenden Einheiten da oben noch. Das, was auch nice ist, meine Thermis haben das überlebt. Meine Solaria hat das auch überlebt und das ist sehr gut. Okay, du rückst da schon vor auf den Schildgenerator, ich habe auch wieder drei Whirlwinds am Start. Solaria steht dann natürlich gerade so ein bisschen mutig vorne an der Front, aber was soll's? Autsch! Was war das? Da ist irgendwo noch ein Big Track. Da, ja, ich sehe ihn sogar. Ich versuche ihn auch gerade abzufangen. Gut, das gegnerische Team will kapitulieren. Dann war das vielleicht doch nicht so eine schnelle, doch nicht so eine lange Runde wie das letzte Mal, als wir hier gespielt haben, oder die letzten Male. Aber sie haben entschieden, dass sie gerne doch weiterkämpfen wollen. Aus unerfindlichen Gründen. So. Gucken, ob wir hier den letzten Shield Gem auch noch crushen können. Mach gerade noch die Türme platt. Ich weiß gar nicht, ob die schon überhaupt schon platt gemacht werden können. Der Shield Gen ist ja doch nicht gefallen. Natürlich ist der Shield Gen schon gefallen. Oh, stimmt, du hast recht. So, drei Whirlwinds, sechs Whirlwinds von uns beiden. Drei von mir alleine. Meine Eliten heilen sich wieder hoch. Und wir können dann jetzt vorne nochmal eine Landezone bauen. Das ist überhaupt eine gute Idee, hier vorne nochmal Gebäude zu bauen. So, der erste hat jetzt gerade aufgegeben, wird jetzt durch KI ersetzt. Die hat Ressourcenraten zum Abwinken, aber wir ehrlicherweise inzwischen ja auch, also... Weil wir so, haben noch... das war der erste Turm.
Da unten kommen nochmal, interessant, da unten kommen... Alter, der baut auch nur noch Devastoren, kann das sein? Ja, kann sein. Wo ist meine Solaria? Ich muss ja hin und wieder dann mal nachgucken. So, da hauen wir einmal eine Raketensalve rein, dann war es das mit den Heavys da vorne. Rums, 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 rums. Das waren aber normale, oder? Oh, da ist eine feindliche Solaria. Holy shit. Okay, mein Cyborg ist soweit wieder voll, dann kann der hier gerne mal nach vorne kommen, so ein Stückchen. Oh, wow. Ah, lass mal meine Wolverines in Ruhe. Das finde ich nicht cool. Da können wir ruhig mal reinspringen. Und nochmal eine Cyborg-Ladung abgeben eigentlich. Die Schütze sind ja soweit tot, also kann man hier ehrlicherweise jetzt auch noch ein Stück nach vorne laufen. Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv die KI, die da gerade so selbstlos die Einheiten reindroppt. Ja. Hä? Nee, die Dingens, die sind doch von uns. Was denn? Die Deathstorm Landungskapseln meinst du? Die sind von uns, ja. Das ist korrekt. Mal einen schweren Schuss da rein. Schön den Truck noch mitnehmen. Sehr gut. Ah, da sind jetzt die Killer-Clans auf dem Feld. Aua, aua. Hopp, da ist immer noch ein Big Track und der hat gerade, ich weiß nicht wie, aber ziemlich gut auf meine Unit geaimt. Ziemlich unschön das Ganze. Ja, ich habe auch gerade noch meinen Wolverine verloren, bedauerlicherweise. Wo ist mein Cyborg? Da hinten. Warum habe ich eigentlich die Nahkampf-Thermis mitgenommen? Achso, damit ich die Granaten für die taktischen kriege. Okay. Irgendwie ein bisschen fragwürdig, dass ich die mitgenommen habe, muss ich gestehen. Da oben waren gerade nicht wenig Units. Meinen Standard habe ich da leider vorne nicht so. Wow! Da solltest du mit deinem Imperial Knight aufpassen. Da sind so viele Schattengeister. Ja. Die machen leider relativ böse Schaden. Ich ihnen aber auch gerade. Oh jo. Jo, das waren Whirlwinds. Die machen das da ziemlich kompromisslos dann platt, das Gelände. Da kommt nochmal ein Psi-Sturm. Oh fuck, meine Solaria hat ja auch ziemlich gefressen, die ist noch viel wichtiger. Yep. So, okay. Wo ist denn ein Gebäude für die schweren Waffen? Gott, ich bin so blöd. Warum baue ich denn taktische? Oder will ich denn Oh, mir ist mein Cyborg gestorben? Feindlicher Energiekern auf 50? Ah, sehr schön. Unser Dingens hat ja gerade alle seine Eliten gedroppt und macht den Gegner schnell Energiekern platt. Oh jo. Wir haben den gerade noch eindeckelt bekommen, aber das wird er trotzdem schaffen, glaube ich. Mit Solaria unten im Imperial Knight. Ja. Bin ich da relativ optimistisch. Ich glaube auch. Gut, die versuchen da jetzt alles reinzuwerfen, aber ich glaube vor allem die KI, die kann da natürlich nicht ganz so gezielt nach vorne gehen. Welcher von denen hat er aufgegeben? Ich glaube das Batman, oder? Ja, das war's wohl mit dem Energiekern. Warte, ignoriert den, aber jetzt. Zoink. Rums. Ja, so kann man sich natürlich dann auch da durchboxen. Ein relativ guter Sturmangriff. Dazu noch zwei, drei Predator oder halt Landungskapseln, um da die Infanterie so ein bisschen wegzuhauen. Dann wäre das da hinten sogar noch ein bisschen schneller gegangen. Der hat gedroppt Zeug. Wirklich? Ja. Aus drei Landungskapseln? Habe ich gar nicht gesehen. Ja.
Aber gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann wäre das aber eine weitere erfolgreiche Runde Dawn of War 3, mal auf einer Custom Map. Richtig, und man sieht hier einfach, also warum Whirlwinds eigentlich genervt gehören. Also man muss eigentlich realistischerweise den Schaden gegen Gebäude und gegen Gebäude und gegen Fahrzeuge nerven. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Brandschaden wahrer Schaden ist. Und das Ja, darf kann sein. eigentlich nicht sein. Er müsste eigentlich Standardschaden sein, weil in dem Moment, wo er wahrer Schaden ist, macht er ja auch Gebäuden und Fahrzeugen halt einen Arsch voll Schaden und das ist einfach halt zu stark, muss man eigentlich sagen. Die andere Möglichkeit, was ich auch irgendwie angebracht finde, wäre halt eine Lizenzierung der Einheit auf zwei Einheiten. Aber das Problem ist, Dawn of War 3 ist so entwickelt, dass es wirklich skaliert. Man hat ja 250 Bevölkerung, die haben wir in diesem Spiel nicht ausgenutzt. Und theoretisch kann man noch deutlich größere Karten bauen, sodass man wirklich mit drei Leuten gegeneinander sich Einheiten an den Kopf wirft auf dem 3v3 und dann hat man wirklich, das hat dann nicht mehr so viel von diesem MOBA, aber durch diese Custom Maps hat man dann halt wirklich Strategie, wie es die Leute im Apocalypse Mode und so haben wollten. Ja, also man hat halt unendlich viele Ressourcen eigentlich und muss einfach nur noch riesige Armeen möglichst gut koordinieren. Das ist das, was den Apocalypse Mode damals für Dawn of War 1 so beliebt gemacht hat und es gibt ja eine ähnliche Version auch für Dawn of War 2 und dafür muss das skalieren und dafür muss man dann halt auch 5, 6, 7 Whirlwinds bauen können. Nur auf solchen kleinen Karten ist es halt völlig OP. Oder man muss sie teurer machen. Auch das finde ich angemessen. Ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass sie ohne die Doktrinen wiederum halt auch relativ wertlos sind. Also die sind nicht komplett für den Arsch, aber sie machen halt auch wirklich nur gegen Infanterie annehmbaren Schaden und das ist wirklich zu wenig, um den Kaufpreis zu rechtfertigen, wenn du sie teurer machen würdest. Ja, dann halt, oder halt die Doktrin, also den Feuerschaden auf jeden Fall schwächen. Aber ich glaube, selbst im normalen Spiel müsste man sie teurer machen. Also man kann sie auch ohne die Doktrin spielen und sie sind deutlich stärker mit dieser Fähigkeit als zum Beispiel die Big Tracks von den Orks und die Elder haben gar keine Bombardement-Einheit in dem Sinne. Ja. Und die Big Tracks von den Orks kosten halt einfach mal 350 Energie oder so. Also es ist, glaube ich, der teuerste Panzer im Spiel. Danach kommen dann als nächstes die Elder Ilumzars mit 325. Und 350 Energie und die Whirlwinds kosten was? 180 oder so? 200? 175. 175, die sind so teuer wie ein Landspeeder in der Energie. Ne, 185 kosten sie, Verzeihung. Ja, okay. Also 10 mehr als ein Landspeeder, aber... Ja, ansonsten sieht man hier sehr eindeutig, wir haben halt wirklich viele, viele Kills gemacht und vor allem halt den Schaden an den Zielstrukturen ausgerichtet, auch wenn ich da nicht ganz so schnell dabei war, weil ich halt nicht so viele Whirlwinds gebaut habe. Ja, aber man sieht vor allem also Eliten, also die Gegner haben 4 Eliten getötet, wir haben 12. Ja, richtig. Ich habe da vor allem ganz gut abgestaubt mit meinen Whirlwinds. Ja. Wobei ja, von rein Elite-Kills her, meine Solaria hat 16, mein Cybot hat 17 Kills gemacht und Kill-Counter-technisch bin ich ja auch interessanterweise höher, obwohl du ja mit den Whirlwinds eigentlich massig Schaden machen müsstest. Ich habe auch. Ja, aber ich habe ja hauptsächlich auf Gebäude geschossen, also ich habe ja 51% des Gebäudeschadens gemacht und ja, halt auch die Eliten damit getötet, aber ich habe nicht so auf Einheiten geballert damit. Ja, man sieht ja meistens auch nicht, wo die Einheiten sind, weil ich hatte zum Beispiel gar keine Scouts im Spiel jetzt auf dem Feld. Also das Schöne ist halt bei der Bridge of Helios, dass die so schmal ist, dass man halt auch einfach blind ballern kann, ne? Man haut halt einfach drauf. Interessanterweise hat der Space Marine trotzdem richtig viele Elite-Punkte eingesetzt, der gegnerische, aber der hat ja die ganze Zeit seine Bombe an der Maus runtergehauen, ne? Ja, und der hat auch seinen Solaria-Befehl, der hat nicht den Whirlwind-Befehl, sondern den beim Bewegen Feuern-Befehl, der nicht wirklich sinnvoll ist für die taktischen, weil sie dann weniger Schaden machen, auch wenn sie stehen, zumindest wird das vermutet. Die Fernkampf-Thermis. Also das Profil der Waffe, das sie haben, ändert sich dann in dem Moment. Also die Waffe macht weniger Schaden, ist weniger genau, aber schießt halt während des Bewegens auch. Und die Streitfrage ist halt, ob diese Waffe halt auch sozusagen oder dieses Waffenmodell auch beim Stehen angewandt wird oder eben nicht. Und da gehen momentan halt noch die Streitfragen auseinander. Das ist damit gemeint. Aber vielleicht sieht das, wenn ihr dieses Video seht, schon wieder ganz anders aus, weil das wird sowieso in ein paar Jahren sein, gefühlt. Ja, das dauert schon wieder ziemlich lange, bis das rauskommt. Das wird irgendwann im Herbst wahrscheinlich erst rauskommen. Wir produzieren im Moment so ein bisschen auf Vorrat, wie ihr ja sicherlich wisst, oder wie ihr sicherlich schon wisst. Ja, genau. Ansonsten, man sieht, dass der feindliche Ork zu wenig Ressourcen ausgegeben hat. Der hat zwar viel Energie ausgegeben, aber zu wenig Anforderungspunkte. Fast 3000 weniger als die anderen. Oder der hat am Ende halt einfach aufgegeben. Und der Ork hatte aufgegeben, das ist interessant, dass der weniger produziert hatte. Ja, weil eigentlich hätte der dann einfach nur massig... Sicher, dass der aufgegeben hatte? Ja. Ich dachte jetzt irgendwie eher der Elder. Nee, Infantry of Dave hat aufgegeben. Okay. Ja, weil der müsste eigentlich durch die KI deutlich höhere Ressourcenraten bekommen haben. Aber es war halt irgendwie relativ spät im Spiel. Also wenn der halt vorher schon... Ich habe von dem halt nicht viel auf dem Feld gesehen. 4 Big Tracks oder was? Oder 5? Und das war's.
Und ich meine, die hatten ja fast genauso viele Ressourcen wie wir. Also man sieht zwar in den Elite- und Energiepunkten bei den anderen beiden, die haben nicht viel weniger Ressourcen ausgegeben. Dadurch, dass man in der Basis die meisten Ressourcen hat, in der Mitte steht noch zwei Anforderungspunkte, ein Energie- und ein Elite-Punkt-Generator. So. Und ich meine, wir haben hinten in der Basis, doch, wir haben alle ausgebaut gehabt. Doch, hatten wir ja. Ja, aber man sieht halt, ressourcentechnisch haben wir nur 1000 Ressourcen mehr ausgegeben. Sogar weniger, nee, 700 Energie mehr und ein Elitepunkt mehr. Also es hat echt keinen großen Unterschied gemacht, aber wir haben halt einfach mit den Whirlwinds und mit den Devastoren besser gespielt und da alles zu Klump gebombt. Ja. Na gut, dann wär's das aber mit der Runde Dawn of War 3. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Genau, man sieht sich in zukünftigen Videos. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschö, tschö.